Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die zweite Folge von Die Alm, Promischweiß und Edelweiß. Wie wir uns erinnern, endete die letzte Folge damit, dass Katharina etwas wütend und enttäuscht von der Alm gelaufen ist. In der zweiten Folge sehen wir allerdings, sie ist immer noch da und versucht in der Gemeinschaft ihr Verhalten zu erklären. Allerdings geht das so ziemlich nach hinten los. Nachdem der Versuch, ihr Verhalten für die Allgemeinheit zu erklären, nicht so richtig funktioniert hat, bietet der Hollywood-Matze ihr nochmal ein separates Gespräch an. Daraufhin kam dann, ja, sie würde sich ja auch über das Essen beschweren und sie könnte auch nicht alles essen und sie hätte doch in den letzten 2 Tagen durchgängig irgendwelche Flatulenzen, konnte dann auch schon in den vergangenen Tagen nicht wirklich bollen, was auch immer das heißen mag, wahrscheinlich sie dann einfach nur die Toilette nicht benutzen konnte, aufgrund von Verstopfung, würde ich jetzt mal vermuten. So wechselhaft wie Katharinas Laune ist auch das Wetter, wir haben jetzt spontan auf einmal Schnee auf der Alm. Nun kommen wir zu Yonce Banks. Yonce Banks hat das Problem, dass ihm die Stimme auf einmal wegbleibt und er doch etwas heiser und kränklich wirkt. Wie wir uns ja jetzt auch erinnern, wurden ja Hollywood Matze und Aaron Hundhausen als neue Stallgesinde eingesetzt. Allerdings haben wir natürlich das Problem, da unser Hollywood Matze immer gerne länger schlafen möchte, geht dann Aaron erstmal schon mal alleine in den Stall und beginnt dort auszumisten. Allerdings folgt dann Hollywood Matze wenig später. Mittlerweile ist dann auch Yonce aufgestanden und beschwert sich ja dann auch schon mal ein bisschen über das Essen. Es gibt immer nur Grünzeug. Und er hat auch gesagt, er möchte nicht mehr da bleiben, wenn er nicht mehr reden kann. Daraufhin wird er von den Mädels getröstet und Katharina meint dann auch spontan, alle würden ihn lieben und er könnte ja so nicht das Haus verlassen. Der Koch Christian Lohse hatte ja auch schon in der ersten Folge Probleme mit seinem Blutdruck. Das hat sich wahrscheinlich jetzt aktuell nicht mehr einpegeln lassen. Und dort kamen schon wieder ein paar Sanitäter auf die Alm. Mit dem Ergebnis, dass er jetzt aus gesundheitlichen Gründen die Alm verlassen wird. Er hat seine Rezepte für seine Suppen noch dagelassen. Unsere Bewohner müssen ja auch ein bisschen was zu essen bekommen. Dann wurde noch mal kurz darüber gesprochen, dass Katharina sich jetzt mit dem Johannes wieder vertragen hat. Und mit diesem Geist können wir ja auch ruhigen Gewissens zur ersten Hofgauli starten. Allerdings haben wir jetzt nochmal ein kleines Problem, da ja nun Christian unplanmäßig die Alm verlassen hat, haben wir jetzt nun einen Mitspieler zu wenig. Als dann die Bewohner zur Hofgaudi angetreten sind, kommt auf einmal jemand um die Ecke, es ist Benedetto Paterno. Dieser ist Influencer, Model und ehemaliger Kandidat bei Prince Charming. Nun muss er sich auch gleich beweisen. Die erste Hofgaudi heißt Melkeimer und Mathematik. Dort werden dementsprechend Matheaufgaben gestellt und die Kandidaten müssen dann mit Melkeimern an den Füßen so schnell zum Buzzer spurten, wie sie können, um ihre im besten Fall korrekte Lösung zum Besten zu geben. Das kann natürlich durchaus kompliziert werden, je nachdem, was für Matheaufgaben eben gestellt werden. Wo wir natürlich wieder zu einem relativ hohen Anteil falsche Antworten haben. Das heißt, es kommt eben nicht nur auf die Geschwindigkeit drauf an. Wenn du natürlich erst auf den Buzzer haust und dann überlegst, ist das natürlich für eine derartige Spielkomposition doch relativ schlecht. Nachdem Benedetto die ersten Meter in seinen Eimern gelaufen ist, hat er gleich gesagt, er hat Kreislaufprobleme. Das fängt natürlich schon mal gut an. Nachdem sie dann alle das Spiel beendet haben, gehen sie natürlich wieder zurück zur Alm und dann muss natürlich dem Neuzugang Benedetto erstmal die Alm gezeigt werden. Anschließend kommen wir dann zur Verkündung des Ergebnisses von dem Spiel Melkeimer und Mathematik.
Der Sieger des Spiels ist Jornis. Auf Platz 4 befindet sich Katharina und auf Platz 5, wie angestammt, natürlich Siria. Auf den letzten 5 Plätzen sind Benedetto, Magdalena, Mirja, Vivien und Jance. Nun wird wieder verkündet, dass die zweite Almgaudi wieder als Paar-Gaudi stattfindet. Und jetzt kommen wir wieder zum altbewährten System. Die ersten 5 müssen sich aus den letzten 5 jeweils die Partner raussuchen. Somit heißt das dann, dass Jornis der Erste ist, der die Wahl hat. Dann kommt Aaron und so weiter und so fort. Bis sich eben 5 Paare gefunden haben. Nun neigt sich der Tag dem Ende und unsere Kandidaten machen sich bettfertig. Dann fällt aber Aaron noch auf, dass anscheinend der Letzte draußen war, die Hühner nicht weggesperrt hat. Da Hollywood-Matze schon wieder ins Land der Träume entglitten ist, wurde er wieder aufgeweckt, damit sie dann beide gemeinschaftlich die Hühner einfangen und einsperren können. Weil wir wissen ja, sie dürfen nur zu zweit sich aus dem Haus begeben, wenn es dunkel wird. Nachdem dann die Hühner auch versorgt und weggesperrt sind, legen sich alle zur Ruhe, um dann ein bisschen zu pennen. Es gibt insgesamt 2 Schlafräume. Allerdings haben wir natürlich noch das Problem, dass die Räumlichkeiten doch recht hellhörig sind. Somit kannst du natürlich auch hören, wenn sich im Nebenraum jemand unterhält. Dann ist Benedetto aufgestanden und hat erstmal gesagt, sie sollen doch sich gefälligst ruhig verhalten, damit er dann endlich pennen kann. Da muss man sich natürlich irgendwo eine Mittellinie denken. Da kannst du natürlich nicht gleich als Neuzugang sagen, du willst jetzt hier, dass alle nach deiner Pfeife tanzen. Das ist natürlich auch schwierig. Am nächsten Tag unterhält sich Katharina mit Magdalena über ihre sportliche Karriere. Jetzt kommen wir natürlich wieder zu einem bei jedem Reality-Format wichtigen Punkt, und zwar die Hygiene und den Umgang mit der Toilette. Dort gab es anscheinend jemanden, der ein paar Fäkalien auf die Feuchttuchpackung entlassen hat. Und da wurde sich natürlich dann erstmal groß und breit darüber unterhalten, wer das nun gewesen sein könnte und wie widerlich das doch ist. Und wer wie viele Feuchttücher benutzt, natürlich auch immer ein sehr beliebtes Thema, wenn wir uns auch an andere Formate erinnern, wie zum Beispiel das Dschungelcamp, da ist das natürlich auch ein zentraler Punkt, der meistens immer sehr viel Unmut heraufbefördert. Nun kommen wir zu unserer zweiten Paar-Gaudi, und zwar dem Kennenlern-Dinner. Dabei werden jeweils 2 Leute an einen Tisch gesetzt, dieser wird hochgezogen und dann muss man, wie bei einem Date entsprechend üblich, um sich dann ein wenig besser kennenzulernen, ein paar Fragen über den anderen beantworten. Sie haben das natürlich ein bisschen adrett hergerichtet, alles auf dem Tisch standen dann auch Blumen und Weingläser. Was halt noch gefehlt hat, wäre was zu essen, aber wir wollen es natürlich nicht zu luxuriös machen. Das Problem ist allerdings, das waren alles Fragen, die man eigentlich nur raten kann. Die Leute haben sich zwar untereinander unterhalten, aber ob sie sich über sowas unterhalten haben, ist natürlich immer ein bisschen fraglich. Als erstes Paar sind Mirja Dumont und Hollywood Matze angetreten. Dieser hatte schon Angst, als er den Versuchsaufbau dort gesehen hat, weil er auch sehr große Höhenangst hat und eigentlich schon gar nicht so wirklich hoch wollte auf das Plateau. Vor diesem Tisch befanden sich 5 Lampen und wenn alle Lampen angegangen sind, bekamen die beiden jeweils einen kostenlosen Bungee-Sprung, mehr oder weniger. Sie wurden dann nach hinten gerissen und mussten dann zur Erde schweben. Bei Mirja wurde beispielsweise gefragt, welche Rolle sie in einem Film am liebsten mal verkörpern würde. Die Antwort war Christiane F. Eine Frage an Hollywood-Matze lautete, wer dann sein Bodybuilder-Vorbild ist. Dies ist Arnold Schwarzenegger. Es waren insgesamt jeweils immer 20 Fragen, die möglichst richtig beantwortet werden mussten. Dann haben wir als zweites Paar Siria und Vivien. Dort wurde bei Vivien die Frage gestellt, was würde sie an ihrem Körper alles verändern wollen. Die passende Antwort dazu war alles.
Dann haben wir als drittes Paar Katharina und Benedetto. Bei Benedetto wurde eine Frage gestellt, was wäre für ihn ein No-Go im Bett? Und bei Katharina gab es die Frage, wofür hat sie bisher am meisten Geld rausgeschmissen? Die etwas klischeehafte Antwort war dort für Handtaschen, natürlich, warum nicht? Nein. Und dann haben wir als Paarbildung noch Aaron und Magdalena. Denen folgten als letztes Paar Jonze und Johannes. Dem folgte dann in der Auswertung wieder eine Rangliste. Dort haben wir Vivian und Siria wieder auf Platz 5. Wie soll's anders sein? Vierter Platz Matze und Mia. Dritter Platz Aaron und Magdalena. Zweiter Platz Katharina und Benedetto. Und auf dem ersten Platz befinden sich wieder Johannes und Jonze. Also da muss man wirklich langsam schon sagen, der Johannes hat bisher bei den Spielen doch immer sehr gut abgeschnitten. Wobei ich eigentlich denke, dass die Spiele letzten Endes nicht ausschlaggebend sind für den Sieg. Beziehungsweise sie wollen ja erstmal die ganzen Rauswahlen überleben. Und da ist es natürlich wichtiger, sich mit seinen Mitbewohnern gut zu stellen. Nun kommen wir zum wichtigsten Teil dieser Sendung, zur Auswahl. Unser Neuzugang Benedetto ist vor der Auswahl geschützt dieses Mal und es müssen von jedem Bewohner zwei andere nominiert werden. Nach der Stimmenabgabe aller Bewohner wurden Matze und Katharina und Vivian nominiert. Nach ihrer Nominierung zur Auswahl hat Katharina spontan die Alm verlassen. Somit mussten sie ihr Auswahlprozedere etwas ändern. Nun mussten sie sich alle nochmal sammeln und nochmal überlegen, wen sie jetzt raushaben wollen, den Hollywood-Matze oder Vivian Schmidt. Das hatte dann zur Folge, dass Hollywood-Matze 4 von 7 Stimmen erhielt und somit die Alm verlassen musste. Jetzt haben wir also als Endergebnis des Tages folgendes. Christian Lohse ist aus gesundheitlichen Gründen rausgegangen. Somit haben wir jetzt einen neuen Zugang mit Benedetto Paterno. Dann haben wir einen freiwilligen Auszug von Katharina Eisenblut und eine reguläre Rauswahl von Matthias Schneider alias Hollywood Matze. Also das ist schon mal eine recht turbulente Sendung gewesen. Was haltet ihr von dem Konzept der Alm? Hat euch das soweit gefallen oder hättet ihr da noch Verbesserungsvorschläge? Was würde euch so als Gruppenspiel noch gefallen? Wer hat für euch die meisten Sympathiepunkte gesammelt? Schreibt mir das mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Einsendung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.